Und du kannst das nicht benutzen. Also die Special-Attacke. So. So, Critical von 12. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die viel mehr Lebenspunkte hätten. Aber ist wohl nicht so der Fall. Wow, das war knapp. Und es wird wieder dunkel. Au. Daneben geschlagen. Und ich muss gucken, dass Tarion uns bald mal wieder mit den 14 Caps, die er hat, uns bald mal wieder Tränke braut. Ja, komm ruhig her. So, kriegen wir dich. Wow. Okay, wir haben keine Heiltränke mehr. Doch, du hast noch einen. Trink den mal. Diesmal hat es ihn erwischt. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Er ist schnell. Kannst du immer noch nicht benutzen. Habe ich vergessen. Critical, das ist gut. Mit ihrem kleinen Dolch. Wobei ich mich frage, wo hat so ein Vieh Schwachstellen? So. Das war mal wieder das. Lebenspunkte sehen in Ordnung aus noch. Also. Sage ich mal wieder, Sesam, öffne dich. Und ich höre noch einen rumstampfen. Au. Okay, das hat mich jetzt zweimal erwischt. Ich würde sagen, ich ziehe mich erstmal zurück. Wow. Nein, das ist falsch. Nicht in die Todesfalle oder irgend sowas. So. Tarion, mach uns Heiltränke. So, machen wir für jeden mal zwei Stück. Und noch einen dritten für ihn. Weil er muss sich jetzt gleich hochheilen. Wegen der Wunde. Und dann schlafen wir wieder mal kurz. So. So. Du kannst wieder dahin zurück. Du wechselst auf deine Dolche. Das ist jetzt wiederum nicht so gut, dass der uns den Weg blockiert. So, dann schlagen wir ihn ein paar Mal. Ich würde ja gern wissen, ob man den vergiften kann, aber nein, der ist immun gegen Gift. So, machen wir mal wieder die Tür zu. So, schlagen wir wieder daneben mit unserem Bash. So. Ziehen uns dezent zurück. Wow, werden zum Glück nicht getroffen. So. Ja. So. 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 Steinkumpel. Ah, das Gemeine ist, der hat eine ziemlich dicke Rüstung und hit und teilt gut aus. Das sind die Hauptprobleme an dem. So. So. Und ja, man muss viel tanzen mit denen. Hä? Au. Oder eins auf die Nase kriegen. Wobei 21 Schaden geht noch, im Gegensatz zu 50. Au. Oder 63.
Na, 19 Schaden mal mit dem Bash. Ging einer mal nicht daneben. Mich daran erinnern, dass ich beim nächsten Level Up Accuracy steigere. Das war die, glaube ich, schon beim letzten Level Up. Habe ich aber nicht gemacht. Komm. Au. Schon wieder, Talisa. Ah, jetzt hat es Benno ja erwischt. Ja, er wird schnell. Das heißt, jetzt wieder vorsichtig sein. Komm. Wow. Okay, trinken Heiltrank. Sicher ist sicher. Wir haben ja zum Glück noch 9 Pilze. Komm. Wow. Das war jetzt nicht so gut. Oder wir tanzen so mit ihm. Oder wir sperren ihn ein und rasten kurz. Na, sie konnte nicht lange rasten. So, dann heile ich mal etwas. Wie sieht es essenstechnisch aus? Du könntest auch noch einen Happen vertragen. Kriegst du geräucherten Barsch? Bei dir geht's noch und bei Tarion geht's auch gerade so noch. Au. Und weg mit dir, Steinmonster. So. War's das jetzt von euch? Ich hoffe mal doch. Was steht hier? Gefahr? Wow. Darauf hätten wir hören sollen. Wow. Tja. Leute, tut mir leid. 2 tote Chars bedeutet Rückzug zum blauen Kristall. Daran kann ich leider nichts drehen. Oh, aber ich glaube, ich habe gerade was gesehen, was interessant ist. Das werden wir uns dann gleich angucken, wenn ich mich wiederbelebt habe. Oh, lass mal kurz hier reingucken. Hier ist doch die Quatschel. Hat die eine Spezialattacke? Ja, einen Bash. Dann kriegst du mal die Quatschel, sicherheitshalber. Und ich glaube fast, ich gebe dir die Machete dann wieder. Ah, weil die mehr Schaden macht als die Keule, obwohl... Die Keule ist sicher gut gegen diese Hau draufs ist. So. Und ja, es ist dunkel. Aber viel gibt es hier unten ja eh nicht zu sehen. Komm, ich war so lang weg. Wie kannst du nicht aufgeladen sein? Komm schon. Muss ich jetzt ernsthaft zu dem anderen am Strand zurück? Verarsch mich nicht. Ist das irgendwie ein Bug oder so? Weil ich habe garantiert nicht eingestellt, dass die endlich sind. Ach komm. Dann eben nicht. Oder doch. So, sicherheitshalber LP 021. Wir haben ja jetzt wieder einiges gemacht.
So, und bloß raus hier. Und ja, hier verschwende ich keine Fackel, weil ich den Weg einigermaßen kenne. Und wir es wieder Abend haben. So. Schreien des Schmerzens, ja, ist klar. Und von hier aus habe ich doch was gesehen. Genau, eine Druckplatte. Du bist am Verhungern. Gib ihr Steak. Und dann nimmst du einen Stein. Und Bingo. Und wenn ich den wieder wegnehme, bleibst du lieber da liegen. Den Busch kann ich nicht zerhauen. Schwein of Entanglement. Was auch immer das heißen mag. Die kann ich schon mal nicht so auslösen. Die auch nicht. Was sagst du? Es gibt vier Seiten von allem. Also ja, hier hinter ist ein Teleporter. Wow, okay. Kann ich hier eingesperrt werden? Scheint nicht so der Fall zu sein. Okay, ich glaube, ich muss beide gleichzeitig. Was hast du für Schuhe an? Du hast Protection plus 1. Nimm mal die hier. Du hast Sandalen. Du hast die Stiefel mit der Evasion. Will ich den Teleporter betreten? Ja, der teleportiert mich einfach nur wieder zurück. Okay. Nee, das war nicht ganz richtig. Jetzt müsste das aber stimmen. Genau, und jetzt gehen die Teleporter aus. Sag bloß, ich kann zu dem blauen Kristall da hinten gehen. Und ja, ich sollte endlich mal wieder eine Fackel in die Hand nehmen. Die Quatsch macht weniger Schaden. Ich probiere sie trotzdem mal aus und gibt dir mal wieder eine Fackel in die Hand. So. Du machst den Teleporter an. Secret found. Cool. Du machst was zu essen. Ein Lockpick. So, unlocked. Was haben wir hier? Woke Gloves. Protection plus 5 und Dexterity. Leg Plates. Also Hosen. Hm? Was hast du für Hosen? Du hast Protection plus. Du hast Protection plus. Das macht ein weniger Protection, 5 mehr Energie. Das ist nicht ganz so toll. Bleibt aber erstmal da dabei. Und du hast endlich mal Handschuhe. Cool. Was hast du jetzt hier gemacht eigentlich? Du warst nur der Weg zu... Okay. Du bist ein... Quick Secret. Secret found. Ach nö, oder? Black Moss, das ist ein neues Rezept. Noch mehr Black Moss. Nee. Hierzu sag ich erstmal nee.